glaube ich. Aber trotzdem überlege ich, ob das hier ein Fehlding war. Weil ich weiß nicht, wie das mit Monstern ist. Eigentlich müsste das hier höher sein, ein. Jetzt haben wir nämlich, glaube ich, eins zu weit da unten gesetzt. Das war, glaube ich, doof. Aber das weiß ich jetzt leider nicht. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie ich das in der Originalvorlage... Nein! Verdammte Hacke. So, okay, jetzt müssen wir nur noch das letzte Ding. Also das ist echt was für die Füße, das bei den Lavagießen hier. So, aber wir haben es, glaube ich, geschafft jetzt. Na, eigentlich wollte ich das da einen zur Seite setzen. Was ist das hier für ein Bug? So, wollte ich auch sagen. So, jetzt können wir mal ganz kurz. Wir haben ja noch drei, einmal mehr als drei, einmal eigentlich hier. Könnten wir eigentlich ganz kurz schon mal da hinten reinkippen. So, die Lava ist schon mal richtig. Aber das da unten, das ist ein zu tief. Das ist ein zu tief. Jetzt bräuchte ich das Obsidian, was da vorne rausgeschwemmt wurde. Jetzt müsste der hier ankommen, genau. Dann kann ich nämlich jetzt hier mit das Wasser da wegmachen. Und machen wir jetzt hier einfach wieder unten Obsidian da rein. So, jetzt da das natürlich nämlich noch wegmachen. Aber eigentlich müsste das jetzt so sein, wie es vorher bei der alten Monsterfalle auch war. Und das hat ja eigentlich recht gut funktioniert. Und jetzt bräuchten wir nur noch zwei Eimer zwei Eimer Lava. Na gut, ein bisschen mehr vielleicht noch. Wenn wir es ordentlich machen wollen. Machen wir das hier alles aus Obsidian. Aber dann sind wir durch, endlich. Gott sei Dank. Und ich gehe jetzt hier durch die Decke durch. Um nach oben zu gelangen. Das müsste ja erst vorzeitig erstmal gehen. Müssen wir doch durch eine richtige Treppe ersetzen. Also ihr seht schon, es ist wirklich heute ein bisschen Provisorium. Wegen Folge 500, die ja kommt. Ich glaube, einmal müssen wir uns dann noch Lava holen. Aber dann sind wir hoffentlich durch hier mit... Boah, Alter, das ist echt jetzt knapp geworden. Boah, aber es sieht schon mal gut aus zumindest, würde ich sagen. Ja, und für die Sachen müssen wir jetzt nämlich... Warum fließt der eigentlich nicht so weit? Achso, da ist gar keins. So, der fließt ja von da aus hier durch, ne? Da ist 1, 2, 3, 4, 5. 5 Eimer Obsidian brauchen wir eigentlich nur noch. Ich hol trotzdem mehr. Sicher ist sicher. Auch wenn ich jetzt gleich... schon eigentlich bei der maximalen Aufnahmezeit angekommen bin, ja, aber ich mache es trotzdem jetzt halt, wenn schon, denn schon ordentlich, ja. Ach Gott, ey, ich hasse es. Komm, schmeiß die scheiß Eimer da weg, so. Dann haben wir jetzt, jetzt auf jeden Fall genug, hoffe ich mal. Mit den Lava-Eimern sollten wir jetzt eigentlich die Monsterfalle fällig kriegen. Zumindest von grob her. Müssen wir eigentlich nur noch da rein, um die letzten Dings zu bauen. Sag mal schnell. Geht das eigentlich? Jawohl, das geht sogar. Ah, super. Warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Es geht doch viel einfacher.
Sieht auch ordentlich aus bis jetzt. Da oben, da würde ich auch eigentlich ganz gerne Obsidian, vor allem hier die Decke noch, aber ach egal. Ja. Das könnten wir immer noch mal irgendwann machen, wenn wir Lust und Langeweile haben. So, haben wir hier jetzt soweit alles fällig eigentlich? Ne, natürlich auch noch nicht. So, wie viel Obsidian brauchen wir denn hier auf der Seite wohl noch? Das ist die Frage. Also eins, zwei, warte mal. Könnte da aber auch schon mal das Wasser in den Graben schütten. Na, eigentlich wollte ich den ja eins zurückversetzt machen wie da, aber es ist egal. So, also, da muss Obsidian hin. Da muss welches hin. Das ist natürlich der Vorteil, wie gesagt, für Monsterfall eignet sich Obsidian mehr als perfekt hier. So, dann machen wir die drei jetzt auch noch echt ordentlich. Dann haben wir da so einen ganzen Ausgabetrichter und den werden wir dann zwar auch nochmal modifizieren müssen irgendwann, aber vorerst sollte es so reichen, hoffe ich. Jetzt nur noch die Frage, ist der Boden, der ist hier natürlich bei dem nicht aus Obsidian. Da ist, wie gesagt, das Anfälligste, wo was kaputt gehen kann. Wenn da nämlich die Sachen hier Creeper in die Luft fliegt und die Sachen gehen kaputt, dann habe ich nämlich ein bisschen Schiss, dass halt die Monster hier rauskommen und dann ist die Kacke hier echt am Dampfen. Deswegen habe ich hier halt alles recht großzügig gemacht. Und alles aus Obsidian gestaltet, weil ich hatte das Problem bei einem Test nämlich, also beim anderen Test. Und es war nicht schön, sagen wir es mal so. Also es war dann hier alles voller Monster und so. Und das war halt nicht wirklich vom Vorteil. So, hier muss jetzt, wenn hier die Piste ist, drückt die hier hoch und drückt den da hoch. Ja, also hier müssen die Pistons drauf. Dann wird das die Pistonsbank da werden. Das muss da einen runter. Dann ist das also der Teil, wo die mit Power versorgt wird hier. Dann hebe ich das nämlich noch eben schnell aus. Da müssen wir eigentlich, das geht ganz zügig jetzt hier fällig zu machen. Eins, zwei, drei. Dann ist hier der, ne? Eins, zwei, drei. Dann ist hier der nächste Teil. So. Dann ist hier die Pistonsbank, wo die wieder mit Power versorgt werden müssen. Oder ne, ich glaube, der müsste. Doch, da müssen wir aber gleich Repeater noch haben für. Naja, müssen wir gleich eventuell auch noch eben craften. So, habe ich jetzt aber... Ja, jetzt haben wir alles. Okay. Gut, 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 gut. So, die Schaltung dafür, die müsste... ich würde ganz gerne mittig hiervon. Erstmal wird die recht spartanisch hier verlegt werden. Die werden wir dann später nämlich noch ordentlich machen, aber erstmal müsste es halt so grob nur funktionieren. Ne, muss noch nicht schön sein, muss erstmal zweckmäßig werden. So, ich brauche jetzt jede Menge Glasscheiben. Einen Eimer hiervon brauche ich natürlich noch. Da vorne fehlt nämlich noch das Ding. So. Aber dann sind wir durch hier. Für heute zumindest. Ah, nicht für heute, also. Sind aber allgemein recht. Erstmal durch hier. So, da müssen wir noch dreimal Wasser hinsetzen. Aber erstmal müssen die Pistons da jetzt rein. Andere Seite. Boah, ich bin echt verpeilt heute. Also, auf die andere Seite müssen die Leitern jetzt... sind die Leitern. So, jetzt müssen wir, Scheiben müssen wir holen. Scheibenkleister, die Scheiben. Wir müssen Scheiben holen. Scheiben, Scheiben, Scheiben. Wir müssen Whetstone, Repeater und drei Sticky Pistons, sechs Sticky Pistons holen. Okay, sechs Sticky Pistons, einige Stacks Scheiben und, na, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Und das Problem ist nur oben der Deckel, der ist ja noch, hell. Das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass es dunkel wird. Damit die Zombies alle vernünftig spawnen können. Alter. Wie leckig das aussieht. Das ist richtig scheiße heute. Haben wir nicht zufälligerweise noch irgendwas, was wir brauchen können, oder? Nee, gut. Müssen wir doch eben ins Lagerhaus rennen. Und soweit habe ich jetzt gesagt, brauchen wir Scheiben, Sticky Pistons, Whetstone, ein Hebel nicht zu vergessen und mehr als sechs Repeater. Neun werden, glaube ich, ideal. So. Also, als erstes sind wir in der falschen Reihe. Als erstes Whetstone, nehme ich mal, würde ich ganz gerne zwei Stacks mitnehmen. Ich meine, so viel brauchen wir für diese Pistschaltung nicht.
Aber sicher ist sicher. So. Dein Repeater und sowas haben wir gar nicht mehr, wie es aussieht. Verdammt. Müssen wir also noch eben machen. Lever müssten wir theoretisch aber irgendwo haben. Wäre aber auch nicht der Akt, eben zu machen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das war bei den Levern. Also, haben wir noch Cleanstone eigentlich hier? Jawohl, wir haben noch frischen Cleanstone. Achso, na, da haben wir aber nur noch die 50, aber die reichen aus für... Warte mal, wie viele Repeater habe ich gesagt? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. So. 9 Repeater brauchen wir. Dafür brauchen wir dann schon mal doppelt so viele, also 18 Redstone-Fackeln. Dann machen wir mal hier... Kriegen wir sogar genau 18 hin. Dann machen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 zusätzlich. Man weiß ja nie. Gut, dann machen wir jetzt hier, wie war das doch? Deine Mitte, ne? Nee, warte mal, nur 8. Ja, es geht ja eh nicht mehr als 9, so. Das nehmen wir jetzt soweit alles mit. Dann hätten wir, glaube ich, schon alles. Was wir brauchen, um die Schaltung... Ah, die Pistons natürlich. Pistons, wo seid ihr? Ich hatte doch noch irgendwo welche. Zwar keine Sticky Pistons, aber ich weiß, hier, Kolben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kolben. Und jetzt brauchen wir nur noch Slime Balls, um daraus Sticky Pisten zu machen. Dann brauchen wir nur noch, ja, normalen Stone. Und dann sind wir fertig. Verdammt, dann sollte es funktionieren erstmal. So. Da haben wir nämlich auch genau 6 Stück. Das passt ja wunderbar. So, Sticky Pistons. Dann haben wir noch normalen Stone, haben wir auch noch. Wunderbar. Wir haben eigentlich alles zusammen, um die Monsterfalle endgültig jetzt soweit zu vollenden. Dann machen wir das doch mal eben. So, denn ihr werdet gleich sehen, wofür ich die Konstruktion so gebaut habe. Oder die meisten wissen es ja. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Und zwar einmal als Automatikfalle und einmal als manuelle Falle. Ich bin mal gespannt, ob es so funktionieren wird, wie ich es mir vorstelle. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. So, komm hier runter. Also, wir müssen jetzt Redstone verlegen, wir müssen einen Teil invertieren, den Rest müssen wir noch mal lassen. Ich bin so doof. Ah, ich sollte doch wissen, dass ich hier nicht mehr durchkomme. Mensch. Ja, ich muss das hier Ding jetzt hier auch noch abreißen demnächst, aber unter Wasser Sachen abzureißen, das ist immer so eine Sache. Ne, wisst ihr ja damals noch, als wir da drüben mal die Mauer weggemacht haben. Ist nicht schön. Ne, ist nicht so schön. So, und wir sind auch schon über der Zeit drüber ein bisschen, aber es geht noch. Ja, also wir dürfen bis zu 10 Minuten über die Zeit drüber sein, vielleicht auch noch 15, das passt noch. 20, 25 Minuten Folge, als Folge 399, das ist okay. So, theoretisch könnten wir hier auch runterspringen jetzt. Na, ich weiß nicht, ob wir da sterben würden. Voll, es passt. Okay, wir müssen jetzt nämlich von hier drin, können wir theoretisch schon mal die Kolben platzieren. So, dann jetzt die Dinger hier drüber. Ich weiß nicht, ob es hier auch sinnvoll wäre, hier eine Leiter anzubringen, damit die Zombies dann da nicht reinfallen können in die Wassergräben. So, und jetzt brauchen wir nochmal dreimal Wasser. Verdammt, wir haben nur noch zweimal. Das ist jetzt scheiße. Ach, guck mal, so klappt's auch. Okay, jetzt seht ihr nämlich schon, die Monster werden dann nämlich genau bis hier gespült. Hier sind sie so doof, klettern die immer hoch, kriegen also schön aufs Fressbrett, ja. Auf der anderen Seite, dafür sind übrigens die Pisten, sie blockieren dann halt das Wasser auf der Seite. Und dann würden die Zombies nämlich in diese Richtung gespült werden oder die, was auch immer. Da würden die hier reingespült werden, würden da in die Lava kommen. Das würde sowas, soweit schon alles wunderbar jetzt funktionieren. Jetzt nur das Problem, wir müssen irgendwie rauskommen. Das müsste die richtige Seite sein, wo wir nicht unten in die Schächte reingehen, wobei da ist hier eh noch kein, kein Redstone verlegt. So, jetzt müssen wir das nur noch da wieder reinsetzen. Redstone unten verlegen und fertig. So, zack. Und damit sollte theoretisch dann, wie gesagt, die Monsterfalle wieder einsatzbereit sein. Jetzt in halt abgewandelter Form. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich überlege, ob ich das hier auch dann einen Hoch machen muss. Wahrscheinlich allerdings. So. Da Redstone verlegen, hier Redstone verlegen.
man verbinde alles mit einer langen Schnur und ist fertig. Nein. So, da müssen wir hier das Redstone-Signal auf einer Seite, es ist eigentlich egal, welche Seite, ich nehme jetzt einfach mal die hier aus Spaß. Müssen wir jetzt invertieren, das heißt, da müssen wir noch eine Redstone-Fackel dran klatschen. Na, ihr seht schon, die eine Seite fährt jetzt hoch. So, jetzt müssen wir, setze ich mal vorsichtshalber hier halt noch einen Repeater hin, es würde vermutlich auch ohne funktionieren. Und dann setze ich jetzt ganz unspektakulär, ich weiß gar nicht, wie das war, hier einen Lever hin. Kann ich doch hier craften, oder? Hier, Lever. So, den ballern wir jetzt einfach mal hier so lange hin. Na, und ihr seht, jetzt sind wir zum Beispiel auf manuellen Betrieb gegangen. Das Ding ist zugegangen. Hier fließt kein Wasser mehr. Oder wir gehen halt jetzt auf Automatikbetrieb. Das heißt, alle Viecher werden da reingetrieben. Wunderbar, das funktioniert soweit, hoffe ich. Jetzt würde ich ganz gerne mal hier den Bereich kurz ausleuchten. So, das funktioniert ja schon soweit. Jetzt würde ich ganz gerne das noch einmal kurz testen. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit in dieser Folge. Und ich würde jetzt ganz gerne nämlich einmal kurz hier oben die Fackeln, die wir platziert haben, wegmachen. Lass den dazu machen. Eine Sache vorher noch machen. Und zwar um das Licht deaktivieren. Also, das müsste natürlich weg, weil das sonst ein bisschen zu hell ist hier unten. Weil ihr seht ja auch so, es ist noch recht hell, weil von oben Licht kommt vorne. Und ich glaube, selbst dass die Viecher nämlich dann schon in Flammen aufgehen, das Ding verlegen wir auch bis in die untere Etage gleich. Also, nicht gleich im Sinne von, wir machen es heute noch, aber das werden wir halt bis unten in die Etage versetzen. So, jetzt machen wir das Ding nämlich da oben erstmal dicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, da kommt eventuell wie so ein Zelt oder sowas drüber. Also hier, ne? Da machen wir wie so ein Pavillon oder sowas, kommt dann hier vielleicht drüber, dass man da noch runter gucken kann oder so durch so einen Glasboden. Dann kommt so ein Zelt in der Mitte. Ich weiß nicht, in der Arena muss man gucken, wie man sowas macht. Oder in die Katakomben kommt nur noch ein Zugang. Die werden wir auch noch anlegen irgendwann. Aber, wie gesagt, Piano, Piano, alles zu seiner Zeit. Ne, erstmal hoffe ich jetzt, dass die Monsterfalle überhaupt noch funktioniert, weil wir ja die Wassergräben recht stark verengt haben. Aber solange Fledermäuse sich hier schon wohlfühlen, müssen es die Zombies eigentlich auch tun. Oder, was heißt wohlfühlen jetzt? Ne, in diesem Zusammenhang. Also ich habe kein Schwert übrigens, das könnte gleich kritisch werden, wenn ich jetzt nämlich genau sage, einfach. So, vorher war das hier besser ausgeleuchtet, weil wir hier die Monster verlaten. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz alles ausleuchten im Nachhinein, in der Hoffnung, dass es reicht. Aber sobald wir eigentlich alles soweit so hell haben, ne, müsste das eigentlich gehen. Die Grube müssen wir auch noch irgendwann auffüllen. Oh, wir haben... Scheiße, wir haben nichts zu essen dabei. Ja gut, es ist ja auch nicht für lange Dauer. Wir wollen ja eigentlich nur testen, ob es... Scheiße, ich habe Glas vergessen. Ich wusste doch vorhin, dass ich irgendwas vergessen habe. Jetzt weiß ich wieder was. Ja gut, komm, wir gucken von der Ferne, wie unten der Automatikbetrieb funktioniert. Ja, zumindest die für Zombie. Ja, gut, ein paar werden immer darüber fallen. Ach, scheiße, ich weiß auch noch, was ich vergessen habe. Das gleiche in die Decke einzubauen. Das hat damals nicht funktioniert. Jetzt würde es funktionieren, jetzt habe ich es vergessen. Warte mal, schaffen wir das noch eben? Ist ja nicht viel Arbeit, theoretisch. Wir müssen das gleiche nur jetzt eben in die Decke einbauen. Aber wir sehen, es kommen ja noch Viecher runter. Nur damals hätte ich das, glaube ich, tatsächlich auch teilweise so geschafft. Wobei, wenn wir da Pistons einbauen, weiß ich nicht. Komm, wir machen jetzt die ganz einfache mittelalterliche Lösung. Das ist jetzt die Hightech-Lösung, um das Problem zu lösen. Ja, einfach ein bisschen Cobblestone an die Ecke ballern. Nein, aber theoretisch ist es wirklich die beste Lösung. Oder die einfachste. Weil wenn wir da oben Pistons hinsetzen, weiß ich nicht, ist halt wieder so eine Heidenarbeit, die zu verbinden und alles. Ich hole trotzdem jetzt noch eben Glas. Das ist mir zu riskant hier. Und das Schlimme ist, wir brauchen ein paar Stacks Glas mehr. Aber dann hole ich mir auch gleich, wir haben noch nicht mal eine Rüstung an, dann hole ich mir auch gleich eine Rüstung. Naja, können wir ja mal eben machen. Wir haben ja eine Diamantrüstung noch irgendwo rumliegen, glaube ich. Oder zumindest eine Eisenrüstung. So, und dann sind wir ja hier auch durch mit. Aber ihr seht schon, die Monsterfalle würde funktionieren soweit jetzt wieder. Die ganzen Monster fallen runter, werden da reingetrieben.
Und wenn wir ein Schwert haben, können wir nämlich so recht zügig leveln, hoffe ich. Weil wir müssen ja noch ein paar Sachen enchanten demnächst. So, ich hole mir jetzt auf jeden Fall ein Schwert, Rüstung und Glas. Mit Glas fange ich an. Das ist nämlich das Wichtigste. Aber dann, wie gesagt, sollte es erstmal funktionieren. Wie gesagt, ob wir oben die Dinger noch reinbauen, weiß ich nicht. Das müssen wir mal entscheiden. Das kommt noch drauf an. Ob ich Bock drauf habe, das zu machen. Nein, ob das wirklich Sinn macht oder nicht. Weil ich glaube, es macht keinen Sinn. Wenn wir da die Dinger reinsetzen, dürften Zombies nicht durchkommen. Höchstens Spinnen. Und die sind so doof, die lassen sich sowieso mal vom Wasser wegtreiben. Von daher glaube ich erstmal, dass es so geht, wenn wir es so jetzt lassen. Was zu essen wäre aber noch vielleicht nett. Brot. Haben wir noch irgendwo Brot? Komm, wir nehmen mal ein Stack Karotten mit. Wir haben lange keine Karotten mehr gegessen. Ist gut für die Augen. Nehmen wir mit. So, Eisenhelm. Ja, wir haben doch irgendwo unsere Rüstung gehabt, verdammt. Hier ist zumindest ein Eisenschwert drin. Aber wir hatten noch irgendwo Diamantschwert und sowas. Wo haben wir das denn alles gelassen? Hier haben wir zumindest eine annähernd noch intakte Rüstung. Zwar nicht mehr wirklich Tofte, aber immerhin, es geht noch. Wir hatten doch ein Diamantschwert, verdammt, wo ist denn das gelandet? Naja, egal, komm, Eisenausrüstung reicht auch locker aus. Glas haben wir auch dabei, alles Tofte. Wir haben noch 5 Minuten, wir haben wir haben Dings hier. Wie heißt das noch schnell? Mondfinsternis, so. Ja, es geht. Wir sind recht zügig und gut dran heute noch. Na, wie gesagt, sobald wir das jetzt fertig haben, Folge 500, nächste Mal ab in die Mine und so weiter und so fort. Also es geht noch, ja. Hoffe ich zumindest. Ich weiß eigentlich, wie es euch momentan gefallen. Was könnte ich verbessern? Was ist zu verbessern? Was ist scheiße eurer Meinung nach und oder halt auch nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich momentan wirklich brennend interessieren. So auch zu Folge 500 hin halt. Weil ich jetzt wirklich ein bisschen halt Zeit habe jetzt in der nächsten Zeit. Ja, wenn die Grafikkarte neu da ist. So. Weil das nämlich dann hier unten und unten noch versiegelt ist. Dürfte eigentlich nicht mal wirklich viel passieren. Wenn wir die Monster aktivieren. So. Da vorne dürfte eigentlich auch nichts passieren. Jetzt dürften die auch nicht mehr aus Versehen hier rüberfallen. Und wie gesagt, selbst wenn, die schlagen wir so tot. Aber dann sollte das nämlich eigentlich gehen. Und ihr seht, wir haben einen recht guten Blick auf die Dinge, die vor sich gehen. Ich lasse es jetzt erstmal im Automatikmodus. Option. Einfach fertig zurück zum Spiel. Ich hau mir mal kurz ein paar Karotten rein und wir gucken mal von hier. Natürlich, dann oben müssen wir, wie gesagt, irgendwann nochmal dran, aber es geht jetzt erstmal. Ach, guck mal, eine Spinne. Ja, wir hätten Glas, wir müssen die Glasblöcke, glaube ich, reinsetzen. Hat sie uns eigentlich fokussiert? Alter, wo klatscht denn hier ein Slime rum? Hier in der Etage, oder? Ja, da müssen Glasblöcke in diese scheiß Spinnen. Und sitzen ansonsten. Blockieren hier alles. So, aber ihr seht, die Scheißviecher da, ne? Sitzen gut fest. Alles, was da verreckt, das müsste hier ankommen, theoretisch gleich. Gleich. Ich glaube, der hat nichts gedroppt, das finde ich fies. Ja, diese Scheißviecher da, hängen da jetzt noch ein bisschen fest. Da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen optimieren. Dass die gleich nach da getrieben werden. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll. Aber wir können ja mal einfach auch die andere Seite freigeben. Da kommt alles hier an. Naja, der gute Vorteil ist zumindest, wir können hier alles, wie gesagt, erledigen. Einzige sind halt Skelette, die können einen anschießen. Aber alles, was immer auf der falschen Seite hängt. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich Obsidiane eingesetzt habe. Ist nichts kaputt gegangen. Das ist der Vorteil halt. So, und Experience Points müssten theoretisch nämlich auch hier durchs Wasser gehen. Und dann könnt ihr nämlich sehen, können wir hier theoretisch alles ordentlich einsammeln. Also es würde funktionieren halt soweit. Das einzige Problem ist halt, wir müssen zumindest ein paar Sachen hier aus Glasblöcken machen und nicht aus Glas. Weil zum Beispiel diese Scheißspinne sitzt hier nämlich sonst fest. Warum auch immer. Weil die sich da festhalten kann. Das finde ich noch nicht so gelungen.
Aber ansonsten muss ich sagen, würde ich sagen, ist es doch, ne, die Monsterfalle soweit recht gut noch. Vor allem auf Automatik. Wie gesagt, wenn wir mal nicht da sind, können wir da noch ein paar Sachen farmen dann. Und die Scheißviecher, wenn die auf uns zukommen. Hier würde ich dann noch gerne Halfsteps oder sowas einsetzen. Unten. Damit die Spinnen hier nicht durchpassen irgendwie. Aber ihr seht schon, wir müssen nur ein bisschen optimieren, dass hier ein paar mehr Viecher ankommen. Und dafür müssten wir noch so ein paar Kleinigkeiten machen. Aber hier kommen dann Halfsteps halt dran. Und so weiter und so fort. Aber ihr seht, wir haben jetzt schon 2 Level gesammelt in der kurzen Zeit. Also das sollte kein Problem sein, schätze ich mal. Hier auch noch das Ganze ein bisschen zu optimieren und zu verbessern. Aber die Grundmonsterfalle steht. Das war unser Ziel erstmal. Ich stelle die Monster jetzt auch erstmal wieder aus. Und ich würde dann jetzt nämlich wieder nach oben gehen an die Oberfläche. Hier ist noch alles natürlich nicht ganz fertig. Aber ich würde nämlich dann erstmal eine Aufnahmepause machen. Wir sind jetzt in Folge 399, die definitiv Überlänge hatte mit 25 Minuten. Ja. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei in Folge 500. Wenn es dann hier wirklich noch einmal richtig zur Sache gehen wird. Nein, wenn wir hier aber wirklich die letzten Sachen dann fertig machen werden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, damit würde ich mich dann von euch verabschieden. Ne, wir haben jetzt wirklich recht viel geschafft in den letzten 100 Folgen. Wir haben ein riesen Feld gebaut. Wir haben eine die Monsterfalle umgebaut. Ja, und wir haben ein recht schönes Stadion zumindest schon mal bis auf die Tribüne aufgebaut. Jetzt fehlt nur noch die Außenverkleidung. Ja, wir haben einen Berg, ich weiß gar nicht, den haben wir vorher schon versetzt, aber wir haben einen Teich trockengelegt und so weiter und so fort. Wir haben recht viel geschafft diesmal, muss ich sagen. Dafür, es gab natürlich auch immer recht viele Ausfälle und so weiter und so fort, aber wir haben sehr viel geschafft, muss man auch immer wieder dazu sagen. Und ja, ich würde jetzt mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid morgen in Folge 500 dabei, ja, eine halbe Folge ist 1000. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid morgen dabei. Euch hat diese Folge gefallen, die letzten 499 Folgen. So, ich sage immer 399. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin, tschüss. Ist euch übrigens aufgefallen, wie lange jetzt diese Verabschiedung war? Mensch, unerträglich, ne? Tschüss.